Hallo, ich bin Jürgen Zwickel, dein mentaler Potenzialmaximierer und dein Begleiter zur Stärkung deiner Persönlichkeitsfitness. Schön, dass du in dieses Video hineinschaust. Denn in diesem Video geht es heute um die Frage, nach wem stellen wir unsere Uhren? Bleibe also unbedingt dran. Nach wem stellen wir unsere Uhren? Zu dieser Frage will ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Manfred ist Vorarbeiter in der Fabrik und auch zuständig für die Mittagssirene. Und er will, dass diese Mittagssirene jeden Mittag um Punkt 12 Uhr aufheult. Und deswegen bleibt er jeden Morgen auf dem Weg zur Fabrik vor einem Uhrenladen stehen und stellt seine Uhr haargenau nach den Uhren im Schaufenster. Und das macht er Tag für Tag so. Und eines Tages kommt der Inhaber des Uhrenladens aus seinem Laden heraus, geht auf Manfred zu und fragt ihn: Sie, ich beobachte Sie jetzt schon eine ganze Weile. Jeden Morgen bleiben Sie vor dem Schaufenster stehen und stellen Ihre Uhr nach den Uhren in meinem Schaufenster. Was hat denn das für einen Grund? Darauf schaut ihn Manfred überrascht an und sagt: Ja, wissen Sie, ich bin in der Fabrik zuständig für die Mittagssirene und ich will, dass diese Mittagssirene jeden Mittag um Punkt 12 Uhr aufheult. Und deswegen stelle ich eben jeden Morgen meine Uhr haargenau nach Ihren Uhren in der Auslage. Der Inhaber des Uhrengeschäfts schaut Manfred jetzt etwas verdutzt an und sagt dann: Ja, das ist ja interessant, weil wissen Sie, wir stellen unsere Uhren nach der Mittagssirene. Das ist eine schöne Geschichte, wie ich finde, und sicherlich können wir über diese Geschichte auch schmunzeln. Und dennoch sollten wir uns auch immer fragen, nach wem stellen wir unsere Uhren? Nach wem richten wir uns aus? Nach wessen Meinung richten wir uns aus? Worauf legen wir unseren Fokus, der uns dann letztendlich auch wieder ausrichtet? Stelle dir doch diese Frage einmal ganz bewusst. Nach wem richtest du dich in der jetzigen Situation, in der jetzigen Zeit aus? Welchen Meinungen schenkst du Glauben? Worauf richtest du verstärkst deinen Fokus? Stärkt dich diese Ausrichtung, mental und emotional? Oder, wenn du wirklich ehrlich hinguckst, schwächt dich diese Ausrichtung mental oder emotional? Diese Frage, nach wem wir uns ausrichten, welche Meinungen wir an uns heranlassen, worauf wir jeden Tag unseren Fokus setzen, ist etwas ganz Elementares und hat einen großen Einfluss, wie es uns mental und emotional geht und wie auch unsere Lebensqualität dadurch beeinflusst wird. Und deswegen stelle dir doch immer wieder ganz bewusst diese Frage, nach wem du dich gerade in deinem Leben ausrichtest und übertragen, nach wem du deine Uhren stellst. Dazu wünsche ich dir gute Antworten und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und persönlich viel Erfolg. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund und mache dir immer bewusst, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.